mit Jinx. Ja. Wo alles zu schön lief und zu beruhigt lief. Was sich dann auch ziemlich schnell wieder gerecht hat. Ja. Da sind auch nochmal 65 Metal, also das soll jetzt echt. Das habe ich, das denke ich immer im Herbst im Garten, bei, wenn ich das Laub zusammenhole, denke ich auch immer, oh, das wird sich rächen. So blade, so blade, aber auch so lustig. Bist du mit Nils unterwegs? Nee. Wo ist Nils? Craft All 2. Ah! Da ist er ja. Der Nils. Ui, erstmal die Stacheln fliegen. Nein, Quatsch. Ja, dieser Nebel, ey. So, ich muss den Dino noch retten. Noch 30 Cementing Pace, ey. Das sollten wir jetzt aber mal hinkriegen hier. Jetzt muss ich noch die Steine hier aus dem. Ah, fuck. Ah, Falling Damage. Incoming. Hm, doch nicht. So, wo ist er denn? Die Pille. Die Pille ist voll. Sehr schön. Dich skill ich auf Wait, mein Freund. Krass, dieser Nebel, Leute, wa? Da siehst du mal nichts. Gut, das ist Sinn und Zweck von Nebel. Das weiß ich schon, aber. Deswegen wurde der Nebel gebaut. Ja, aber dass der, aber als der Nebel noch nicht so performant war auf meinem Rechner, da hat man besser durchgesehen. Es hat zwar geleckt, aber man hat besser durchgesehen. Und jetzt ist der richtig neblig. Allerdings killt's meinen Rechner nicht mehr so sehr. Ist doch auch ein Vorteil. Ja, nur sehe ich nichts mehr. So, jetzt muss ich hier mit dem Vieh halt auch landen. Boah, weh, du fliegst mir jetzt hier irgendwie weg, du blödes Affenvieh. Wobei ich bei dem jetzt mal. Bei Nils mache ich jetzt mal auf Passiv. Damit der einfach chillt. Wenn da Gegner sind, soll der chillen. Das ist nämlich der Fehler. Das werde ich auch nicht mehr machen, weil die Viecher können eh nichts reißen. Die sollen eh nicht angreifen. Die sind ja ruckzuck tot. Ja, Mistviecher. Das stimmt, die lohnen sich nicht. Nicht so. Aber bei anderen machst du es ja, damit sie sich wehren. So, ich glaube. So, die rollen da hin. Ist gar nicht mehr. Also, der ist jetzt in der Nähe von diesem Futterspeicher. Den müssen wir dann auch mal auffüllen. Den Futterspeicher. Dann nehme ich mal aus Jinx ein paar Beeren. Boah, dieser Nebel gepaart mit der Sonne, das ist jetzt gerade echt übel. Assess Inventory. So. Tintoberry, Dingsberry, Dingsbumsberry, Berryberry. So. Ah, dieser Futternapf ist echt eine lohnenswerte Anschaffung. Das ist richtig geil, ja. Einfach reinpacken und. Das ist natürlich cool. So, wo ist denn jetzt der? Binden müsste man ihn ja theoretisch. Theoretisch? Eine Nachricht kam jetzt auch keine. So, das machen wir mal hier Light the Fire. Mal gucken, was wir jetzt für die Knarre eigentlich noch alles brauchen. Ich glaube, es waren nämlich nur 30 Cementing Paste. Haben noch gefehlt. Dann dürfte das eigentlich ein Happy End für den Grumpy geben. Oh ja. Da ist er! Hast der ihn? Kleine Schlingel! Und jetzt kommt er hergeflogen. So ein blödes Vieh. Kaum komme ich ihm jetzt entgegen, kommt er her. Jetzt muss ich hier aber wieder. Oh, jetzt muss ich. Ich hoffe, dass er jetzt mitlandet. Huff. 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 So Junge, und du bist jetzt mal passiv. Und dann geht's nämlich jetzt nach Hause. Meine Herren, ey. Ja, wieder mal gut gelaufen. Ist natürlich alles nur geskriptet, alles nur Absicht, Leute, damit ihr ein bisschen Angst habt. In Wirklichkeit ist es alles safe. Ach fuck, da brauchen wir die Charcoal dafür jetzt. Aber da sollten wir eigentlich auch noch irgendwie große Vorräte rumliegen haben. Ja, Olli, mal eine Frage. Glaubst du wirklich, dass es also Gaming-YouTuber gibt, die irgendwas skripten?
Wie, also Skripten, irgendwie definieren wir Skripten? Ja, zum Beispiel, also jetzt im krassesten Fall zum Beispiel Streitgespräche Skripten. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Meinst du echt? Kann ich mir echt vorstellen, ne? Kann ich mir so schon heftig? Wirklich vorstellen, ne? Das kann ich mir echt gut vorstellen, ne? Ich meine, gut, wir hatten auch schon Situationen, wo wir gesagt haben, lass mal das oder das ansprechen. Aber das, ja, weil es uns interessiert, weil uns zu dem Thema aktuell gerade viel eingefallen ist, das ist ja mehr oder weniger auch schon so eine kleine Form von Skript. Aber das ist ja, es kommt ja eigentlich spontan. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wow, wir müssen jetzt unbedingt dieses Thema ansprechen und du hast jetzt die Meinung dazu und vertrittst sie. Das ist der Unterschied. Wenn ich den Grumpy frage, was er davon hält, dann weiß ich das in fast 99% der Fälle, kann ich es mir schon erahnen, dass da jetzt nicht eine radikale irgendwas Meinung kommt. Aber was er genau sagt, ne, das weiß ich halt nicht. Also ich frage ja wirklich das ist der aus Punkt. Persönlichem Interesse und nicht, weil ich es ja vorher schon weiß und jetzt sagen kann, okay, jetzt verarschen wir die ein bisschen und gucken da. Nee, das auf keinen Fall. Also. Und das ist ja der Unterschied. Das ist ja dann, bei denen wäre das ja dann so, dass die praktisch auch ihre Meinung praktisch irgendwie faken. Ja. Da ist wieder der Alpha. Der läuft gerade die Schräge zu uns hoch. Echt? Nein. Das war jetzt echt ein bisschen enttäuschend, wie du reagiert hast. Ja, aber ich hab's schon erahnt, deinen lustigen Witz. Da hinten hier ist wieder ein lilanes Beacon. Oh, da oben ist ein gelbes. Auf dem Berg. Die hier, kann ich das jetzt aufmachen? Hab ich schon? Ja, kann ich. 50 kann ich aufmachen. Ich. 45. Da fliege ich jetzt, glaube ich, mal hoch. Weil da können ja richtig geile Sachen drin sein. Mhm. Zum Beispiel Flag Leggings. Ja, was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Die du aber mit Level Dingens hier schon eigentlich können müsstest. Nicht, wenn es eine gute Ausführung davon ist. Ja, also. Nicht. Okay, also das Cementing Pace ist reicht dick. Bis in 1000 Jahre, ey. Ja, da nehme ich mir jetzt aber mal die Gundel, denn die Gundel vielleicht nicht. Hat viel mehr Stamina. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Berg ist. Doch, ist auf dem Berg, Tatsache. Guck mal, die Gundel, die kannst du treten ohne Ende. Die wird einfach nicht müde, die Gundel. Aber wo wir gerade bei diesem Scripted-Zeug sind, ich meine, ich finde, das merkt man auch oft mal. Wenn es denn so ist. Wenn denn gescriptet ist, denke ich, wird es einem auffallen. Nicht bei allen, also ich weiß nicht. Also zum Beispiel der Pizmeat Crew wird es hin und wieder vorgeworfen, dass gescriptet ist. Ja? Die machen, aber ich glaube, da es nicht stimmt, machen die sich darüber auch lustig. Ja, das kann also auch die sein, sagen ja. Dann so, ja, das haben wir jetzt wieder gescriptet und so. Braucht ihr gar nicht fragen. Das ist halt, ich glaube, die machen es halt wirklich nicht. Weil die sind halt zu sechst und da gibt es oftmals von alleine halt wirklich Streitgespräche. Ja, das ist ganz normal, die fetzen sich ja eigentlich regelmäßig. Aber würdest du was scripten so richtig für deine Zuschauer? Ich finde, das grenzt ja schon wieder an Zuschauerverarsche, meiner Meinung nach. Das ist Verarsche, nee, das würde ich nicht machen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Dass wir uns jetzt vorher mal sagen, okay, wir reden heute mal darüber, das ist ja okay, aber wir sagen ja dann, ich weiß ja dann nicht, was du sagst halt einfach. Das ist es halt. Nee, das beißt sich auch einfach mit meiner Realness. Ach. So, ich kann sie tatsächlich craften, deine Knarre. Oh, naja, toll, geil. Super Sache hier. Ein Sarko-Sattel war drin. Aber ist ja besser als nichts. Ein Sarko-Sattel, wer weiß, wir wollen ja vielleicht noch ein paar Sarkos haben. Richtig. Oh, guck mal, von hier oben. Oh, sieht man, guck mal, Leute, die ganze Insel sieht man. Ist ganz an den Horizont und da siehst du überall die Beacons. Das sieht jetzt so aus, als ob die gar nicht so weit weg sind, aber die sind richtig weit. Da würde ich wahrscheinlich jetzt nochmal 10 Minuten brauchen, bis ich da überhaupt dort wäre. Das mache ich jetzt lieber mal nicht. Nee. Jetzt fliege ich lieber zurück. Aber da ist ein rotes kann ich nicht aufmachen, vielleicht. Nee, schaut mal. Das ist jetzt hier eher die Mitte. Da ist, glaube ich, die mittlere Höhle dort hinten. Das ist auch zu weit. Unsere Base ist dort unten. Ich bin halt voll oben auf dem Berg. Deswegen sieht das alles so nah aus. Aber ist in Wirklichkeit übelst. Ich scheiß mal. Ging jetzt nicht. Aber ich spare mir, glaube ich, mal die Engram Points ein bisschen auf noch. Die roten sind, glaube ich, die höchsten Beacons.
Ey, du kannst halt mit Gundel tatsächlich bis komplett auf den Berg hoch und runter, da hat die noch nicht mal die Hälfte verbraucht, ne? Das ist unglaublich, das Vieh. Ich muss mir so einen auch tamen. Ich wollte gucken, was die Ammo braucht. Und da fängt es an mit Längen, das sind definitiv die Dinos. Metal Ignatz, okay. So. Die T-Rexes stehen zu weit weg von dem Ding, die werden nicht gefüttert. Ja, das ist aber. Ich bin mit denen vorher nicht. Ich habe mit dem einen habe ich ja so ein Bronto erlegen müssen. Das ging da nicht anders. Ich fahre die dann auch noch zurück jetzt dann. Ja, ich habe gerade mal meinen rumgezogen. Ich hole deinen jetzt gleich auch noch. So. Hier hä? Mal Gunpowders. Ach, da. Das schreckt mich doch nicht so. Vieh. Bist du ge. Ja, der steht ja auch direkt daneben. Na komm, ah, endlich. Dann holen wir mal sexy Rexy noch. Oh oh. Was? Auch nix. Alpha Raptor oder was? Nö. Den sehe ich gerade nicht mehr. Den sieht man bei Nacht besser. Könnte dran liegen, dass er leuchtet. Ja, der. Ah, komisch, warum die denn dann so drauf sind, warum die denn leuchten, das, weißt du, so, da wird mich mal der Hintergrund davon. Ja, das ist, hat irgendwie mit Sicherheit mit dieser Alien-Technologie zu tun. Da ja, stimmt, dass sie da irgendwie was, dass sie da mit Sicherheit irgendwas gefressen haben, was sie nicht eigentlich fressen sollen. Ja, genau, sollen, ne? Irgendwie sowas. Weil das sind ja auch bestimmte Monster, die du da rausholen kannst. Ja. Ach, guck mal, jetzt haben wir zwei Sarkosaten hier schon drin, ja. Dann lege ich hier auch mal rein. Ach cool, ich wollte mal noch eine Granate werfen. Hast du es schon mal gesehen? Nee, noch nicht. Ja, dann zeig mal das deinen Zuschauern dann auch mal. Wo bist denn du? Warte, ich crafte uns gerade Munition. Ja, wenn du oben bist. Ja, wenn du oben bist, ich muss eh hoch, ich muss noch ein bisschen Öl abladen. Dann werfe ich die Granate mal in die Landschaft. Am besten auf den Scheiß. Auf den Scheiß? Rot leuchtenden Freakazoid. Freakazide. So, zum hier die 72 mal rein, dann kriegt man nämlich hier noch ein bisschen da. Wir brauchen Haut, brauchen wir. Genau, weil du brauchst Haut für Dinge. Der Olli ist da oben am Fabricaten. Jo. Und hat diese scheiß Klapptür zugemacht. Ich raste nicht. Hab ich nicht, die ist so offen, also ich hab's nicht zugemacht. Ja, okay, ja, die sieht nur so aus. Dieses. Oh, diese Konstruktion, ich reiße irgendwann ab. Dieser Turm hier ist so halsbrecherisch. Der dunkle Turm. Alter, wie ging es denn hier nochmal weiter? Ach, hier. Ich hasse diesen Turm. Und wie kann man denn was, wo man so oft hinrennen muss in Zukunft, ganz oben in den Turm bauen? Ja, das ist ein Designaspekt. Das ist eine Designfrage. Ja, das ist künstlerische Freiheit. Aber das kenne ich natürlich nicht, ich habe es ja nicht studiert. Ich Gott sei Dank auch nicht. Hey, so. Ich überreiche dir hiermit, warte. Einmal hier. Und dann gleich noch hier zum Verballern. Boah, krasse Scheiße, das ist für. Geile Sache, cool, das ist für den Ausflug. Dann komm, wir werfen das hier mal runter. Die Granate? Ja. Nummer 6 ist es. Wo werfe ich denn die hin? Soll ich die mal. Nicht weiß zu lange überlegen. Wieso? Warst du nie beim Militär oder hast du irgendwie ein Shooterspiel gespielt? Ich hab sie noch nicht aktiviert. Ach so. So, ich werf die mal da drüben auf die Plattform einfach. Okay. Wow. Aber der Ton, kam der Ton bei dir? Ja, ja. Bei mir kam der Ton nämlich nicht. Ein ziemlich dumpfer Knall war das. Aber ich glaube, das war jetzt auch ein Stückchen weg. Ich glaube, das Ding hat ganz schön Röms. Ich glaube auch. Also wenn du das Teil jemand in die Butze schmeißt. Ja, ich hab's auch nicht gelernt. Ich hab's nur aufgesammelt. Aus dem Beacon. Das habe ich mir ein bisschen von Sepp abgeguckt im Stream. Der fliegt immer die Beacons regelmäßig ab. Mhm. Der hat ultra das krasse Zeug. Der findet immer cooles Zeug eigentlich. Gut, wir jetzt hier nicht so. Wir finden halt Futtertröge und sowas. Bist du noch oben? So.
Ha? Bist du noch oben? Nee, ich bin schon runter. Okay. Aber wir haben jetzt auch schon, wir haben jetzt auch, die eine Folge haben wir jetzt auch schon übelst überzogen. Okay. Wir sind schon bei 32 Minuten jetzt bei der einen Folge. Würde ich sagen, machen wir Schluss. Die Folge wird jetzt halt 32 Minuten lang. Genau. Ist ein Bonus für vor ein paar Folgen, als die nur 15 Minuten war. Oh, hier nochmal ein schönes Foto. Wunderbar. Aber warte mal, dann lege ich mal auch die Knarre an. Ah, stimmt, wir können sie nebeneinander stellen. Und mit K kannst du ja dann echt. Wie tut man denn die Bullets? Hä? Ach, die Bullets sind. Ah, ne, hier. Ja, du hattest einen 13er Clip, 13er Magazin. Wie lädt man die? Legst sie mal an und rüst sie aus. Wieso? Aber ich hab die doch. Dann dürfte die nämlich automatisch laden. Noch auf 6? Da, okay. Ah ja, boah, wie geil, Mann! Warte, so, dann ich zoome ich hier mal raus. So ein Foto. Ach so, das geht gar nicht. Ah, die so ist perfekt. Ah, ja. So? Jo, so ist perfekt mit den Dinos im Hintergrund. Das schaut echt cool aus. Geiler Scheiß, ey. So. Wir müssen mal schießen damit, ey. Ja, am besten auf den Raptor. Ey, den könnten wir eigentlich jetzt noch weg. Ah, nee, dann wird die Folge zu lang. Wisst ihr was? Wenn der nächstes Mal immer noch da ist, dann nehmen wir zwei T-Rexes mit und ballern den weg. Ja, ganz einfach. Ne, da hat er gelitten. Da ist auch mal Schluss jetzt. Aber ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt mal von euch. Krass. Der Olli. Da ballert er. Jo, wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Leider jetzt die letzten paar Folgen ohne Facecam. Das lag daran, dass der Akku leer war, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Ich war noch nicht beim Friseur. Mache ich morgen. Sich bei der nächsten Folge bestimmt wieder ändern. Da wird dann wieder Facecam mit am Start sein. Ja, und ansonsten. Ja, tschüss. Auch bei mir kommt auch die Facecam bald wieder. Auch von mir ein Tschüss.